Ich bin Frank Jacob, ich bin Regisseur von einem Film, der Packing for Mars heißt. Ich nenne diesen Vortrag Die Wahrheit ist verrückter als Fiction. Die Wahrheit ist verrückter als Fiction, weil wenn etwas faktisch tatsächlich verrückter als Fiction ist, ist es so, weil eben die Wahrheit entspricht und man es einfach nicht als Fiction in eine Schublade wegstecken kann, obwohl man es nicht glauben will. Die Inspiration für Packing for Mars war ein Buch, was viele als Fakt akzeptierten, das aber Fiction war. Nachdem der Film fertig war, hat uns jemand gesagt, wir hätten es geschafft, Fiction als Fakt darzustellen. Aber das Witzige ist, es ist kein Fiction-Film. Das sind so einige Filme, die wir in den letzten Jahren, 7 Jahren produziert haben. Das heißt, wir, Screen Addiction, eine Partnerschaft zwischen mich, Frank Jacob und Tonya Maidenford. Sie stammt von Amerika, ich von Kanada. Wir haben uns zusammengefunden und wir fingen an, Filme über, ja, wie nennt man das, Bewusstseinserweiterung zu produzieren. Zum Beispiel Klaus Doner Chronicles war eins der ersten. Da geht es um Klaus Doner, der ist jemand, der sich mit archäologischen Funden in der Welt beschäftigt, die nicht in die Welt, in das Weltbild passt, das man so erwartet. Und Solar Revolution, da geht es um wie eine gewisse Energie, die jetzt gerade im Sternensystem, in unserem Sternensystem auf uns zukommt, möglicherweise unser Bewusstsein verändert oder erweitert im besten Fall. Natürlich ist da auch Packing for Mars dabei. Der Film hat uns über 5 Jahre gedauert, fertigzustellen. Und im Laufe des Filmmachens lernt man halt eben ziemlich viel, das sogar Science Fiction in den Schatten stellt. Es sind manchmal Inhalte dabei, die in dem Film, also in diesem Vortrag mindestens, die nicht im Film dabei sind. Es sind auch Informationen dabei, die uns erst nach der Veröffentlichung des Filmes gekommen sind. Und man könnte diesen Film dann halt als, diesen Vortrag halt als Art Director's Cut der Geschichte von Packing for Mars verstehen. Erstens würde ich Ihnen mal gerne den Trailer zeigen. The space program, as most people understand it, is completely a front. What is that, man? They don't want us to know. There's a monolith. They deliberately smudged certain things. There's a whole nother reality going on out there. There really is another caste in the human race. A breakaway civilization. We're all coming forward with information and evidence that Alternative 3 is not some science fiction thing. People go through their lives on autopilot all the time. You wake up, you make breakfast, you go off to work, you do your thing, you belong to the machine for 8 hours, you come home. But what people don't realize is that they need the truth. So ein Quatsch, denken sich sicher viele. Das Glauben an solche Ideen wird immer mit Verschwörungstheorien verbunden. Man ist verrückt, wenn man an solche Märchen glaubt. Wenn man an diese These nachgehen will, muss man sich entscheiden, eine gewisse Linie zu kreuzen. Das heißt, den Mut zu haben, um allen Entgegenstehenden irgendwie die Tür zu einer neuen Welt zu öffnen. Oder bleibt man in einer sicheren Komfortzone, wo man irgendwie an das hält, was im Mainstream und im Schulsystem verbreitet wird, wo wir immer noch glauben, dass nach mehr als 100 Jahren kohlenstoffbetriebener Transport der Stand der Technologien ist oder dass die umweltverschmutzende Nuklearindustrie nötig ist, um uns mit Elektrostrom zu versorgen. Diese geheime Welt werden wir uns in diesem Vortrag näher anschauen. Sie zeigt uns, dass das, was man öfters als Breakaway Civilization bezeichnet, das heißt die abgespaltete Gesellschaft, tatsächlich existiert. Und die Wahrheit ist dann tatsächlich verrückter als Fiction.
Also die, die diese Linie nicht kreuzen wollen, können sich die nächste Stunde sparen und gleich wegschalten. Die, die es aber trauen, auf diese Reise mitzukommen, werden einige Dinge lernen und sehen, die bisher nur sehr wenige Menschen auf der ganzen Welt zur Kenntnis bekommen haben. Wahrscheinlich fragen sich viele, wie kommt man auf so ein Thema? Bei mir fing es an, als mir ein hochintelligenter Mann ein spannendes Buch in die Hand drückte. Dieses Buch war der Nachfolger zu einer britischen TV-Sendung, die als sogenannte Mockumentary im Juni 1977 ausgestrahlt wurde. Der Schriftsteller der Sendung wollte beweisen, dass Leute das, was sie auf dem Fernsehen sehen, immer glauben. Der Effekt war unerwartet, als zehntausende Menschen tief aufgeregt den Sender angerufen haben und waren irritiert und verwirrt. Leslie Watkins, der englische Fleet Street Journalist, übernahm diese Geschichte als Basis und ging noch viel tiefer hinein in seinem 1978 veröffentlichten Sci-Fi-Roman mit dem gleichen Titel. Das, was wir hier sehen auf dem Bildschirm. Das Konzept war, dass eine Elite durch Forschungen zu dem Schluss kam, dass die Menschheit durch Umweltverschmutzung und Überbevölkerung zum Aussterben verdammt sei. Und alleine sie die Verantwortung hatten, das menschliche Genom zu hüten. Es ergaben sich halt drei potenzielle Lösungen, um das durchzuführen. Die Probleme der Überbevölkerung und globale Erwärmung rückgängig zu machen, was sie unrealistisch und überkompliziert fanden, heimlich gigantische unterirdische Siedlungen für die Überlebenskolonien zu bauen, die sie dann schlussendlich als zu komplex und unmachbar glaubten. Interessanterweise hört man heutzutage oder seit den letzten 40 Jahren immer mehr von solchen geheimen Militäruntergrundstätten. Und die dritte Lösung war eine Überlebenskolonie im All bzw. auf dem nächsten Planeten, den Mars, zu schaffen. Diese dritte Lösung, die sogenannte dritte Alternative, schien die beste zu sein und sie beherrschten angeblich die Raumfahrttechnologie, dies zu realisieren und fingen an, tiefgeheime Pläne zu schmieden. In sich selbst ist es nicht so ein großer Sprung, an einem Konzept zu glauben, weil wenn du wissen würdest, dass irgendwas unbremsbar die Menschheit vernichten wird und über genug Geld und Technologie verfügst, um dagegen zu wirken, würdest du es wahrscheinlich auch tun. Und du würdest wahrscheinlich alles Mögliche tun, zu verhindern, dass andere Menschen darüber erfahren, die dich möglicherweise verraten. Vor 40 Jahren schien das alles definitiv Science Fiction zu sein. Aber was wäre, wenn man die Situation mit heutigen Augen betrachtet? Heutzutage werden alle diese Themen groß diskutiert. Der einzige Unterschied, es wird über die Zukunft berichtet. Also es soll etwa in den nächsten 20 bis 40 Jahren geschehen. The reason we need to travel to Mars and to establish a civilization on Mars is to protect the long-term survival of the human species. Mars is the most habitable place in our solar system by far. And even though it's an incredibly hostile environment, we've developed the technology over the last 50 years to survive on Mars and to survive quite readily. So Mars is a wonderful first step. It's where we go to learn how to go farther. Stephen Petrenic repräsentiert hier die zusammengefasst die heutige offizielle Story, die von NASA geschrieben wird. Interessant ist, dass er über Technologie redet, die wir anscheinend in den letzten 50 Jahren entwickelt haben, um dort zu überleben. Entweder ist das eine subtile Andeutung oder vielleicht ist es reine Fiction. Waren wir tatsächlich nicht schon längst auf dem Mars? Das Komische mit dem Buch von Leslie war, dass viele Leute, sogar sehr prominente, unter anderem Politiker und Forscher und zum Beispiel die amerikanische legendäre Forscherin Mae Brussel, meinten, Herr Watkins hat es vor 40 Jahren geschafft, die Wahrheit an die Öffentlichkeit zu bringen. Selbst Leslie war überrascht, wie ausdrücklich seine Leser wieder ihn attackierten. Viele glaubten, er wurde gezwungen, irgendwie zu behaupten, dass das alles nur Fiktion war. Und in meinem Interview mit ihm meinte er über diese Frage, dass sein Telefon während seinen Forschungsarbeiten verhört wurde und dass er öfters das Gefühl hätte, er sei verfolgt gewesen. Als er nach Neuseeland umsiedelte, ist der Kasten mit sämtlichen Briefen und Informationen, die er gesammelt hat, um ein Nachfolgebuch zu schreiben, verschwunden. Für mich blieb die Geschichte immer spannend und im Hintergedanke hatte ich das Gefühl, es könnte etwas dahinter stecken.
We're rolling. Läuft die Kamera? Alright, here we go. Alles klar, los geht's. Well, my name is Bill Ryan. Also, mein Name ist Bill Ryan und ich bin einer der Gründer von Project Camelot. Wir waren damals, 2006, von Stephen Greer's Disclosure Project inspiriert. Auf dem Logo der X-Files steht, die Wahrheit ist da draußen. Die Wahrheit ist da draußen. Ich umschreibe das mal. Die Wahrheit ist hier drin. Was Sie nun hören werden, ist die Wahrheit. Er hat es sehr gut hinbekommen, den Anpfiff des Spiels hervorzurufen. Er hat Zeugen und Whistleblowern Mut gemacht, vorzutreten. Whistleblower mit Glaubwürdigkeit. Leute, die Verschwiegenheitserklärungen des Militärs unterschrieben hatten. Piloten, Radarbediener, Militärkommandanten. Alles Personen, denen aus irgendeinem Grund verboten wurde, über bestimmte Erfahrungen, die sie gemacht hatten, zu sprechen. Und eben diese mutigen Leute traten vor und enthüllten ihre Erlebnisse. Bill Ryan und seine Partnerin Carrie Cassidy hatten mit dem Thema Disclosure meine Interesse geweckt. Als wir den Film angefangen haben, gab es nur wenige Whistleblower, die mit Mars etwas zu tun hatten. Seit der Veröffentlichung sind noch mehr an die Öffentlichkeit getreten. Das macht es spannend und wirkte als eine Art Bestätigung zu der verrückten Realität, die wir nachgegangen sind. Denn warum würden sie es tun? Sie haben ja eigentlich nichts dafür bekommen, kein Geld. Im Gegenteil, sie verlieren ihren Ruf, sie werden belächelt von der Gesellschaft. Also es ist schon interessant und auf jeden Fall schien es für uns und für mich sehr wichtig, dass die Whistleblower zumindest rein von einer kulturellen Perspektive dokumentiert werden. Und viele davon wirklich sind mit wenig als ihre eigenen Erfahrungen davongekommen von diesen Projekten. Und so, ich glaubte, es war wichtig, einfach nur vom Standpunkt des Aufzeichnens sie zu interviewen. Eines Abends stieß ich auf ein Interview mit zwei Menschen, die merkwürdige Sachen behaupteten. Eine davon war, er meinte, sie wurde für eine Mars-Kolonie rekrutiert. Laura Eisenhower, die Urenkeltochter von dem berühmten US-President Dwight D. Eisenhower. Eigentlich in sich selbst sehr spannend, weil angeblich war Eisenhower ja der erste Präsident, der Außerirdische getroffen hat. Und Laura hatte eine sehr ernstzunehmende Intensität in ihrer Stimme und sie wirkte für mich glaubwürdig. Dazu kam ein zweiter Gast, der heißt Andrew D. Bishago, ein US-Anwalt, der als Kind in einem Project Pegasus Zeitsprünge gemacht hatte. Er behauptete, für die US-Regierung unter DARPA an Teleportationsexperimente teilgenommen zu haben. Bishago war zudem auch vertraut mit einem gewissen Chronovisor, das angeblich von einem italienischen Physiker und Priest namens Pellegrino Ernetti erfunden wurde, was Geschehnisse in der Vergangenheit und sogar in die Zukunft aufzeichnen konnte. Diese Technologie wurde von DARPA laut Bishago mit Technologie von Nikola Tesla entwickelt, weiterentwickelt und wurde kombiniert und über die nächsten paar Jahrzehnte sehr, sehr viel weitergebracht. Derzeit kandidiert Bishago sogar für die US-Präsidentschaft auf eine Plattform der Aufklärung, was die wahre Technologie bezüglich Teleportation und mehr betrifft. Für mich waren diese zwei die Auslöser. Als ich Laura zuhörte, kam das Buch Alternative 3 und alles, was es damals in mir ausgelöst hatte, wieder klar in meine Erinnerung zurück. Wagte ich es, dieses Buch als Basis für einen Dokumentarfilm zu nehmen, als tatsächliches Non-Fiction nochmals zu überleben im heutigen Kontext? Dazu kam Duncan O'Finnian, ein sogenannter Super Soldier, über die man meistens nur in Hollywood-Spielfilme hört, die es aber tatsächlich gibt. Er wurde als Kind für das US-Geheimprojekt MK-Ultra und wegen seiner besonderen Fähigkeiten rekrutiert. Als er anfing, verborgene Erinnerungen zu bekommen, hat sein Leben sich gewendet und er beschäftigt sich bis heute hauptsächlich mit diesen Erinnerungen und wie man an sie vorbeikommt. Eine davon ist die Erinnerung, Pilot einer Mars-Flotte gewesen zu sein und regelmäßig hin und her zu fliegen.
Mein Name ist Robert Duncan O'Finion und ich bin ein Überlebender des Project Talent, das Teil des berüchtigten MK-Ultra-Projekts war. Die Persönlichkeit, die hier vor Ihnen sitzt und spricht, wurde schlafen gelegt. Und die künstlich konstruierte Persönlichkeit wurde wach und erledigte den Job, der ihr befohlen wurde. Ich begann, genügend Teile zusammenzusetzen, um zu wissen, dass etwas nicht stimmte. Vor 19 Jahren war ich in einen Autounfall verwickelt. Nachdem mein Genick ziemlich übel zugerichtet war, musste ich eine Magnetresonanz machen lassen. Als ich in der Röhre war und die Maschine ansprang, passierte dort, soweit wir es verstehen können, eine elektromagnetische Wechselwirkung zwischen der Maschine und dem Schädelimplantat, das ich habe. Stellen Sie sich tausende Fernsehbildschirme auf einmal vor und jeder Bildschirm ist ein Bild. Und jedes Bild ist eine Erinnerung. Du weißt in diesem Augenblick, dass alle deine Albträume real sind. Vor ein paar Jahren kamen dann die Mars-Erinnerungen mit voller Wucht zurück. Es gibt Basen auf dem Mars, es gibt Untergrundbasen. Die Oberfläche des Mars ist nicht wirklich so, wie die NASA die Menschen glauben lassen möchte. Die Atmosphäre ist schwach, der Druck ist schwach, aber es ist definitiv nicht tödlich. Der Mars ist nicht kahl. Was Duncan übrigens uns über die Atmosphäre von Mars erzählt, war nicht das erste Mal, wo ich das gehört habe. Andrew Bishago meinte auch, dass er erstmal auf dem roten Planeten mindestens in gewissen Gebieten atembare Luft gab. Aber das, was wir bis heute von NASA und JPL bekommen, verleugnet das alles. Dies, obwohl wir definitiv Wolkenbildung auf dem Mars aus den NASA-Satellitenaufnahmen erkennen können. Dieses Bild wurde vom Hubble Space Telescope 1995 aufgenommen. Wir Wolken haben NASA schon seit Jahren fotografiert. So sehen Wolken von der Oberfläche auf Mars aus. Vor ungefähr ein Jahr hat Hubble wieder ein Bild vom Mars gemacht, auf dem tatsächlich eine Atmosphäre zu erkennbar ist. Trotzdem wird diese Information von NASA bis heute kommentarlos herausgegeben und von den Mainstream-Medien ignoriert. Für mich wäre es jedoch logisch, dass man mal etwas tiefer hineinschaut, weil einige ja behaupten, dass sie als Whistleblower schon auf dem Mars waren. Nach der Veröffentlichung von Packing for Mars kontaktierte uns ein US-Patentanwalt mit der folgenden Botschaft, die wir verwenden durften, solange wir seinen Namen nicht damit in Verbindung bringen. Ich lese mal ganz kurz auf Deutsch. Ihr habt bei mir etwas ausgelöst mit eurer Behauptung von einer Mars-Kolonie. Seit einiger Zeit kommuniziere ich mit einer Person per Telefon und E-Mail, die vor einigen Dekaden für schwarze Projekte im Area 51 S4 arbeitete. Er hat mir erzählt, dass wir eine permanente Siedlung auf dem Mars für Sicherheitsgründen schon in den 1970ern hatten. Und wenn ich das anzweifle, sollte ich mir doch einfach die NASA-Analyse der CO2-Werte der Atmosphäre anschauen, die seit dieser Zeit steigende Werte zeigt, die sich bis heute immer noch steigern. Er hat auch gemeint, dass wenn wir jetzt auf dem Mars landen, mit Jeff Bezos oder wer auch immer, werden die Siedler die Neuen begrüßen und sie wahrscheinlich helfen. Er redet hier von etwas, das Richard Dolan in Packing for Mars als die Breakaway Civilization bezeichnet. Wenn wir über ein geheimes Raumprogramm reden, dann definitiv keine Technologie, die wir aus der Öffentlichkeit von NASA kennen. Wir reden hier über etwas, das seit über 70 Jahren Schritt für Schritt im Geheimen gefördert und weiterentwickelt wurde. Sie bekommen Antigravitation, Teleportation,
wir bekommen Abwerftechnologien. Immer dünnere iPads und iPhones, obwohl wir glauben, dass in der Autoindustrie immer noch die gleiche 100 Jahre alte Kohlenstoffverbrennungstechnologie verwendet werden muss. In 2001 fing Stephen Greer an, Dr. Stephen Greer, mit seiner Disclosure Movement, dass die Regierung der Welt zwingen wollte, die Akten und Wahrheit über außerirdisches Leben und das Secret Space Program zu gestehen. Die Arbeit wurde über Jahre hinweg weiter von Stephen Bassett geführt, der 2014 erneut das US Congress gelobbyt hat. Es hat sich so einiges entwickelt, könnte man sagen, in den letzten 60, 70 Jahren ohne Aufsichtsrat der Regierungen. Spulen wir vor zu den 1970ern, 80ern, 90ern und ins 21. Jahrhundert. Jetzt haben wir praktisch eine Teleportations- und Zeitreiseindustrie. Und es finden regelmäßig Teleportationen zwischen gesicherten Gebäuden des US-Verteidigungsministeriums auf der Erde und geheimen Kolonien des US-Verteidigungsministeriums auf dem Mars statt. Ich kann Ihnen nach 17 Jahren versichern, Sie würden nicht glauben, was in der Welt des militärischen Geheimdienstes vor sich geht und dem US-Kongress nicht erzählt wird. Der ist praktisch irrelevant geworden. Die zwei Untersuchungsausschüsse könnten genauso gut aufgelöst werden. Die werden als Politiker betrachtet, als vorübergehend. Ihnen kann man keine wichtigen Angelegenheiten anvertrauen. Das ist eine extreme Gefahr für das Land und es stellt sich heraus, dass diese Informationssperre über Aliens und dieses Thema überhaupt uns den größten Einblick bietet. Die Medien nehmen sich diesem Thema jetzt besser mal an, denn es gibt eine komplett andere Realität. Ob verdeckte Projekte des Militärgeheimdienstes, schwarze Operationen, nicht anerkannte Spezialanlagen, Untergrundeinrichtungen. Und im Grunde heißt es, hey, wir wissen überhaupt nichts, der Kongress weiß überhaupt nichts und noch schlimmer, der Präsident ist nicht darüber informiert. Und doch ist es wahr. Es ist ungefähr das Äquivalent zu dem, was die katholische Kirche bei der kopernikanischen Wende gemacht hat, indem sie die Realität eines Sonnensystems dementiert haben. Nur, dass das hier noch viel größer ist. Inzwischen sind in den letzten Jahren immer weitere Whistleblowers herausgekommen. Nicht nur Piloten und NASA-Beamte, sondern Leute, deren Geschichten uns immer näher an den Grenzen der Glaubwürdigkeit bringt. Jeder von ihnen geben uns weitere kleine Stücke, die auf irgendwie die Tatsache deuten, dass es ein ultrageheimes Space-Programm in Realität gibt. Michael Rife, Henry Deacon, William Whitecrow, Andrew Bishago, Randy Kramer, Corey Good, Dr. Ken Johnson, alle erklären sich Teil eines Programmes zu sein, das unglaublich klingt. Und Sie haben vielleicht auch von Gary McKinnon gehört, der eine Liste von Non-Terrestrial Officers und Schiffe mit Bezeichnungen, die es nirgendwo auf der Erde zu finden gibt. Hier ist ein Video, das neulich veröffentlicht wurde. Schauen Sie sich an, wie eine kleine Flotte an der International Space Station vorbeifliegt, bevor NASA die Kamera umschaltet. Also eine Flotte Kometen war das nicht. Es gibt mittlerweile hunderte von solchen Aufnahmen und NASA bleibt kommentarlos. Also wer sind Sie? Diese Frage stellt man sich immer wieder. Und es gab schon immer Verschwörungen und heutzutage wird die Linie zwischen Verschwörung und Theorie immer dünner. Wir müssen gar nicht so weit zurück in der Vergangenheit schauen, um die Spuren dieser geheimen Gesellschaft zu finden. Man könnte einen guten Fall aufbauen, dass das Ganze in der modernen Zeit mit der Vril-Gesellschaft angefangen hat, insbesondere mit der Frau Maria Orsic. In diesem Haus,
In Berchtesgaden haben sie 1919 regelmäßig eine Gruppe von bildhübschen Frauen getroffen, die mit ihren extrem langen Haaren außergewöhnlich für ihre Zeitgenossen aussahen. Maria Orsic hat angeblich Botschaften von einer außerirdischen Zivilisation aus dem Sternensystem Aldebaran bekommen, was 68 Lichtjahre entfernt war in der Konstellation Taurus. Eine von Marias gechannelten Übersendungen wurde sogar als geheime deutsche Templarschrift entziffert, was ihr unbekannt war. Diese Aldebaranier wollten der Menschheit Informationen und sogar Baupläne geben, um ihr Leben auf der Erde zu verbessern. Keine Kriege mehr führen zu müssen, Krankheiten, Hunger zu bewältigen. Die Vrilderinnen hatten aber großes Misstrauen für Männer. Aber sie haben sich dann schließlich der Thule-Gesellschaft und DVHSS anvertraut, sodass ein interdimensionales Schiff mit der Bezeichnung die Jenseitsflugmaschine konstruiert werden konnte. Mit der finanziellen Unterstützung konnten die Deutschen diese Schiffe in München heimlich erfolgreich über einige Jahre hinweg testen. Thule wollte aber eine Produktionskette für eine Kriegsflotte aus den Raumschiffen etablieren. Die Vrillerinnen selber wollten die Raumschiffe eigentlich nur bauen, um damit zu Aldebaran und in der Taurus-Konstellation mit ihren Genossen zusammenzukommen. Hätten sie alleine die Kontrolle über dieses Projekt erhalten, wäre die Geschichte woanders ausgegangen. Sie wurden aber leider von der militaristischen Branche der Thule-Gesellschaft übernommen, sowie andere nationalistische Okkultgruppen, dessen Zweck und Sinn es war, sich an den Rest von Europa wegen der deutschen Demütigung des Ersten Weltkrieges zu rächen. Als die Nazis zur Macht kamen, blieb Maria und den anderen Schwestern keine andere Wahl, als mitzuziehen. Es gibt wenige Beweise dafür, dass es diese Flotte tatsächlich gab. Aber eins davon könnte die Geschichte von Admiral Richard Byrd und sein berüchtigter 1946er Antarktis-Ausflug sein. Als er mit 5000 Truppen zum Antarktis hinkam, wurde Byrd schwer angegriffen. Flugkörper erschienen aus dem Wasser mit blitzschneller Geschwindigkeit und legten Byrds gesamte Flotte innerhalb wenigen Minuten lahm. Waren dies die Flugobjekte, die von den Nazis weiterentwickelt wurden? Und waren die Betreiber dieser Technologie die ersten, die man als die Breakaway Civilization bezeichnen konnte? Der Antarktis bleibt ein großes Rätsel und war wieder in letzter Zeit in den Medien. Sogar Buzz Aldrin und John Kerry und sogar Barack Obama waren dort. Warum waren sie da? Auf der anderen Seite des Ozeans zu dieser Zeit hatte sich ein Mann namens Otis T. Carr mit dem Erfinder und Genie Nikola Tesla befreundet. Er wurde Teslas Student über 3 Jahre. Was wir wissen, ist, dass Tesla vor seinem Tod Carr sein Wissen über Teleportation, Magnetismus und Schwerkraft beibrachte, damit jemand seine Wünsche, eine bessere Welt zu gestalten, nach seinem Tod weiterführen könnte. Tesla hat Carr beigebracht, wie man elektromagnetische Energie frei aus der Atmosphäre anzapfen konnte und diese Energie durch eine Art regenerative Windung speichern und als Antriebskraft für ein Raumschiff anwenden konnte. Carr begann diese Prinzipien 1937 mit den ersten Modellen, die er baute, einzusetzen. Schließlich gelang es ihm, ein Raumschiff für Zivilfahrt in der Stratosphäre und zum Mond zu bauen und sogar die Lichtgeschwindigkeit zu überwinden. Ralph Ring, Carrs ehemaliger Partner und Ingenieur, lebt noch und gibt derzeit Vorträge über Erfahrungen, die die zwei machten. Es war immer das Gleiche. Jedes Mal, nachdem sie einen Testflug machten, kamen dann irgendwelche Behörden schnell an und beschlagnahmen das ganze Labor und das sämtliche Equipment. Die Tatsache, dass elektrischer Strom direkt und frei aus der Atmosphäre akquiriert werden kann, ohne dafür teure Kraftwerke mit Drähte und Verbindungsinfrastruktur und alles, was dafür gebraucht wird, zu betreiben, war und ist eine direkte Bedrohung für gewisse Unternehmen. Teslas Ideen waren eine Herausforderung für alle Unternehmer, die konventionelle Technologien betrieben, schlussendlich für die Machtstruktur hinter dem globalen Geldsystem und ein ökonomisches Modell, das sich inzwischen über den gesamten Globus verbreitet hat. Mit Anfang von dem Atomzeitalter wurden dann häufiger UFOs im Himmel
der Erde beobachtet, egal von wo oder wann sie waren. Einige hatten das Pech, abzustürzen und vom US-Militär eingenommen zu werden. Das Roswell Crash von 1947 ist wohl das berühmteste und bekannteste, und für viele ist es der Anfang von einem Prozess, der Back Engineering heißt. Das Rückwärts-Auseinandernehmen von eingenommenen, eventuell außerirdischen Technologien, um daraus eigene fortgeschrittene Technologien zu entwickeln. Area 51 und Wright-Patterson Air Force Base sind zwei bekannte Schauplätze, wo diese neuen Technologien bis heute entwickelt werden. Eine Elite, die aktuell über solche Technologien verfügt, könnte vermutlich ohne Widerstand über die gesamte Erdkugel herrschen. Sie würden als getrennte Gesellschaft ihren eigenen Weg machen, ohne dass der Rest von uns etwas davon mitbekommt. When I look at this picture, what I see is a UFO cover-up that is dominated by powerful international private money that utilizes public office for its own benefit, as private money always does. And all of the few good leaks that I feel that I have gotten from the clandestine world also point to this scenario. I was told by one individual that I do believe is part of this, let's call it the breakaway civilization, that Barack Obama was in fact briefed on UFOs, but just barely, just given the bare outlines of what the scenario, what is going on, and has no power over policy. And that, in fact, the word that came to me was that he was briefed out of respect for his position, but not really given a lot of information that he can work with and nothing that he can do anything about. I was given another story by a very, very, very high-level former CIA individual who told me about Jimmy Carter's briefing on this matter back in 1977. I was told that at the end of the briefing, Jimmy Carter was seen with his elbows on his desk and his head in his hands, sobbing. Why? Well, he was told something that was deeply upsetting to him, clearly. Something that, you know, traumatized a man of exceptional intelligence, and I think, in my own opinion, with a real public ethos. My guess? He was told, A, you've got no power over policy, and B, there are groups here that you have no ability to stop. And C, we're managing it, you're not managing it, and we've got our own agendas that have nothing to do with U.S. public policy. You just go kiss the babies and shake the hands of the dignitaries and do your thing, and we're going to manage the real problem. That's my guess. Ausschnitt von dem Film, der es nicht geschafft hat, auf den letzten Schnitt zu kommen, aber sehr interessante Geschichte von Richard Dolan, der einige sehr tief eingebettete Whistleblower selber kennt, die ihm solche Sachen erzählen. Als wir die Storyline von Alternative 3 weiterfolgten, dass der menschliche Genom von einem möglichen Aussterben behütet werden muss, kam natürlich die Frage eines Kometen oder planetarischen Körpers, der Leben auf der Erde möglicherweise wie die Dinosaurier auslöschen könnte. Es gibt ja Hinweise auf ein großes Geschehnis, das vor ca. 12.000 Jahren das Leben auf der Erde für immer verändert hat. Vielleicht hat diese Breakaway Civilization Informationen bekommen, dass die Erde bald etwas zustoßt, dass unser Leben, wie wir es erkennen, für immer ändern und sogar auslöschen könnte. Würden diese Informationen an den Rest von uns mitgeteilt werden? Lucas Gantamburlo ist ein italienischer Enthüllungsjournalist. Er ist zwar kein direkter Whistleblower, aber er war der einzige Journalist in Kontakt mit zwei Astronauten, die an den umstrittenen Apollo-Missionen 19 und 20 teilgenommen haben und ein Buch darüber veröffentlicht hat. Unter anderem haben ihnen die zwei viele Details mitgeteilt, die eigentlich nur Apollo-Insider kennen konnten. Aber mehr dazu etwas später. Sein zweites Forschungsgebiet kommt aus dem Vatikan. Insbesondere das geheime Raumfahrtprogramm namens CELIO und die geheime Agency SIV oder SIV,
welches Ende der 90er Jahre eine Sonde in den Weltall sendete, um ein sonderbares Rätsel zu lösen. Zu Beginn der 1990er Jahre hat sich die amerikanische Raumsonde Pioneer 10 seltsam benommen. Und einige Wissenschaftler in Großbritannien haben gemeinsam mit ihren Kollegen in Amerika eine Abweichung der Raumsonde entdeckt. Eine Kursabweichung, als ob die Raumsonde einem Körper nahe gekommen wäre, einem sehr großen Körper, der für diese Abweichung verantwortlich war. Wenn wir einen Blick auf alte Chroniken werfen, können wir einige Hinweise auf die mögliche Rückkehr eines großen solaren Körpers, eines großen Himmelskörpers in unser Sonnensystem finden. Und der Vatikan ist sehr besorgt über die Rückkehr Nibirus und natürlich den Auswirkungen davon. Nachdem die US-Sonde Pioneer 10 von seinem Kurs abgelenkt wurde, folgten weitere Untersuchungen. Der Schluss: Es gibt tatsächlich einen riesigen Planeten und er kommt langsam auf uns zu. Planet X ist wichtig zu der These des Films, weil eine Weltkatastrophe ein weiterer Grund wäre, unbedingt den Mars zu besiedeln, um die Überlebenschance der Menschheit einfach zu erhöhen. Der Vatikan-Whistleblower war Teil dieser SIV und ging zum italienischen freien Journalist Cristoforo Barbato. Die Info war so ernst, dass er sich als Mensch verpflichtet fühlte, es zu veröffentlichen. Der Whistleblower und Barbato verschwanden aber kurz danach. Barbato hat aber zuerst seine Info an Luca Scantamburlo weitergegeben. Interessant war, dass es zu dem Treffen Herr Scantamburlo mit uns eigentlich nur seine GPS-Daten gab. Er war sich nicht sicher, dass die Gefahr, diese Informationen an uns weiterzugeben, immer noch nicht zu groß war, um uns einfach direkt zu seiner Tür zu leiten. Die Vatikansonde hat Aufnahmen von einem Planeten gemacht und diese konnten wir im Film veröffentlichen. Das, was sie aufgenommen haben, sah ungefähr so aus. Ein blaugrauer Körper, größer als Jupiter. Übrigens, die Sonde klingt verblüffend ähnlich zu der TR-3B, ein dreieckiges Flugobjekt, das mit einem elektrostatischen Antrieb ausgestattet ist und dessen Patent in den letzten Tagen plötzlich auf Corey Goode seiner Facebook-Seite auftauchte. Eine Technologie, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Gibt es aber andere Hinweise, dass so ein Planet wirklich existiert? Dass dieser Whistleblower vom Vatikan die Wahrheit sagte. Was wir erfuhren, hat uns ziemlich geschockt und geht zurück zu den 80ern. Die Entdeckung eines riesigen 10. Planeten wurde bereits 1983 mit Hilfe eines infraroten Teleskops angekündigt. Der Journalist Thomas O'Toole berichtet hier über diesen mysteriösen himmlischen Körper in der Washington Post, als es noch nicht von der CIA übernommen wurde. Über die nächsten Jahre finden wir eine ganze Menge von Astronomen, die das Objekt anfingen zu studieren. Plötzlich war ganz offen darüber diskutiert, dass der längst vermutete Planet X tatsächlich existiert. Nur dann, genau so plötzlich, als es kam, wurde es wieder ruhig und etwas Merkwürdiges passierte. Robert S. Harrington war eins der größten Astronomen seiner Zeit. Aber noch bevor er seine Beobachtungen des 10. Planeten veröffentlichen konnte, starb er von einer extrem virulenten Krebsart. Aber er war nicht der Erste. Über die nächsten Jahre starben eine nach dem anderen Astronomen, die direkt mit der Entdeckung des Planeten verbunden waren. Astronomen, die wussten, dass Planet X sich der Erde nähert. Hier ist nur eine kurze Liste einige dieser Astronomen. Einige Unfälle sind auch sehr, sehr merkwürdig. Also zum Beispiel Eugene Schumacher kollidierte mit einem Öllieferer mitten im australischen Outback. Ich weiß nicht, wer von euch mal in Australien im Outback gefahren wird, aber die Chancen, von einem Ölliefer-Truck zu betötet werden, sind ziemlich niedrig. David Schramm, Flugzeugabsturz gegen Ray 1997, starb unter merkwürdigen Umständen. 20 französische Astronomen 1999, rätselhafter Seilbahnunfall. Australischer Astrophysicist Rodney Davis Marks starb von einer akuten Methanvergiftung.
Das waren, wie gesagt, nur einige davon. Wechseln wir zum Mond. Leslie Watkins, Alternative 3 zufolge, hatte die geheime Gruppe auch Basen auf dem Mond, von wo aus sie nach Mars starteten. Konnten solche Basen tatsächlich existieren? Gibt es wirklich irgendwelche Andeutungen, dass auf dem Mond etwas passiert, von dem wir nichts wissen? Das wollen wir mal anschauen. Das Coole ist, dass man nach der Veröffentlichung von Filmen wie Parking for Mars von weiteren Menschen angesprochen werden, Insider, die manchmal sogar ein weiteres Stück des Puzzles zu bieten haben. Aber fangen wir erstmal mit der Arbeit von José Escamilla an, den wir für unseren Film interviewt haben. José ist Regisseur von den Filmen Moon Rising und Celestial. Moon Rising und Celestial waren die ersten Filme, die uns zeigten, dass NASA die Bilder vom Mond verschleiern. NASA hat uns den Mond bis jetzt nur in Schwarz-Weiß gezeigt. In Tatsache ist der Mond aber vielfarbig. Die Bilder, die Sie hier im Hintergrund sehen, das sind farbige Bilder vom Mond. Wir haben José für Parking for Mars interviewt und hier ist ein kleiner Ausschnitt von was er uns über die Clementine Mission erzählt hat. When I started Moon Rising. Als ich mit der Arbeit an Moon Rising begann, sah ich mir alle Apollo-Fotos an, die ich in die Hände bekommen konnte, weil ich nach Artefakten suchte, die Konstruktionen sein könnten. Ich fand Fotos, auf denen sie absichtlich Dinge unscharf gemacht hatten, um sie vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Es gibt ein großes Foto, das bei der Clementine Mission aufgenommen wurde, und sie haben absichtlich dieses Objekt über dem Krater auf der dunklen Seite des Mondes unkenntlich gemacht. Und der Grund dafür, dass ich das Foto gefunden habe, ist, dass die Navy einen Browser, nämlich den Clementine Browser 1.5 hatte, indem man bestimmte Areale auf dem Mond anklicken konnte, um die dazugehörigen Fotos zu finden. Ich habe meinen Film Moon Rising mit diesem Foto beginnen lassen, da man auf dem sofort sehen kann, dass sie dieses Objekt, das 10-mal so groß ist wie Los Angeles, unkenntlich gemacht haben. Die Sache ist, wegen meines Films haben das Verteidigungsministerium und die Navy den Clementine 1.5 Browser aus dem Netz genommen. Es gibt dazu also keinen Zugang mehr. Ich fand Spuren von Bildmanipulationen über dem Horizont der Mondlandschaft, wo sie absichtlich den ganzen Himmel entfernt haben. Mit anderen Worten, sie nahmen Fotos, die entweder Gebäude, UFOs oder Ähnliches im Hintergrund hatten, und was sie taten, war alles zu löschen, was dort war. Sogar die Kreuzmarkierungen, die von den Hasselblatt-Kameras zur Messung genutzt wurden, haben sie gelöscht. Sie haben absichtlich die Fotos manipuliert und das auch noch schlecht. Und meine Vermutung ist, dass sie etwas verbergen wollten, das am Himmel zu sehen war. Oder ein großes Gebäude oder irgendwas, das dort im Hintergrund gewesen ist. Oder vielleicht war es sogar die Wand eines Studios, wenn es alles nur gefaked war. Allein wegen der Fotos, die ich gesehen habe, fange ich an zu glauben, dass es viele Fälle gab, bei denen die Fotoaufnahmen in einem Studio gemacht wurden. Ich steige jetzt von der Leiter herab. Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, doch ein riesiger Sprung. So, ich schätze, ihr wollt das nochmal machen, okay? Die haben das absichtlich vor der amerikanischen Bevölkerung und auch vor der ganzen Welt versteckt. Was auch immer dort ist oder war, als die Fotos aufgenommen wurden. Und Harrison Schmitt, einer der Astronauten von Apollo 17, hat zwei Aufnäher für die Mission eingereicht. Das hier ist der, den sie benutzt haben. Aber die anderen beiden Versionen zeigten den Mond und Stonehenge. Was sie uns eigentlich sagen wollten war, wir reisen nicht dorthin, um nur Steinproben zu sammeln oder um festzustellen, ob dort Wasser oder doch nur Staub zu finden ist. In Wahrheit reisen wir dorthin, um uralte Ruinen auszugraben, die von fortgeschrittenen Zivilisationen hinterlassen wurden. Eine sehr interessante Bestätigung von Josés Erkenntnisse kam mittels dem russischen Wissenschaftler Dr. Alexander Trofimov, der mit einer sehr spannenden Technologie arbeitet, die man Cozy Refs Mirrors nennt. Er ist Director of International Scientific Research Institute of Cosmic Anthropo-Ecology,
ein langer Begriff. Was bedeutet so viel, ist, er experimentiert mit einer Art Remote Viewing, wo seine Probanden sich innerhalb dieses Rohrs legen und dadurch in die Ferne sehen. Aber nicht nur Distanzen, sondern auch Zeitreisen können. Kennt hier einige von euch, was Remote Viewing ist? Seine Probanden haben einige der Anomalien, wie man hier sieht, vom Moon Rising, aufgezeichnet. Aber das Witzige ist, sie wussten nichts über den Film. Dazu kommt Ingo Swann, ein weiterer Remote Viewer und wirklich der Besten, der Mitglied einer Sonderheit war, die mit dem CIA für mehrere Jahrzehnte hinweg sich sehr intensiv mit Remote Viewing beschäftigte. In seinem Buch Penetration beschreibt er einige seiner Erlebnisse und insbesondere seine Erfahrung auf der dunklen Seite des Mondes, wo er Strukturen gesehen hat und ihm sogar Wesen begegnet sind. Wir kommen später nochmal auf das Thema Remote Viewing zurück. Eine weitere Bestätigung der Basen auf dem Mond oder dass NASA ein sehr aktives Programm der Vertuschung betreibt, kam von einem Apollo Insider, der uns nach unserem ersten Preisgewinn beim Phoenix UFO Congress Film Festival ansprach, Dr. Ken Johnson. Er ist ein Astronaut, der die Apollo-Astronauten trainiert hat und vieles von dem Equipment getestet und mitentwickelt hat. Er hat mehr als 3000 Stunden als Beta-Tester in der Lunar Module geloggt und hat unglaublich viele Auszeichnungen. Man könnte sie niemals auf so eine Slide stellen. Er ist einfach ein sehr renommierter und sehr begabter Mensch und Ingenieur. Aber er war auch im Lunar Receiving Lab tätig, da wo die lunaren Steine und andere Funde vom Mond mitgebracht wurden und kategorisiert wurden, um damit an den Wissenschaftlern der Welt irgendwie verteilt zu werden. Und er hatte auch Zugriff zum Fotoarchiv von Apollo. Es war dort, wo er zum ersten Mal entdeckte, dass die Mond- und NASA-Fotos manipuliert werden. Er präsentierte uns Fotos, die mit den Fotos übereinstimmten, welche in Moon Rising und Packing Mars zu sehen waren, mit einer Ausnahme. Unsere waren von NASA vertuscht, seine noch nicht. Ken hatte einige von den Originalaufnahmen und wie wir auf den Bildern zu sehen ist, kann man Reihen von Lichtdomen sehen, die es eigentlich nicht geben sollte. Sie sind ein Raster, das sich auf mehreren Flächen auf der dunklen Seite des Mondes verteilt. Und er erzählte uns auch eine ganz wichtige, witzige Geschichte über wie er eines Tages in einem Labor, durch ein Labor in ein Gebäude ging und er sah einen Haufen Leute über Bildnegativen beugen und er fragte, was ist denn da los? Und die haben ihn gesagt, we're the professional strippers, das heißt, wir sind die professionellen Entkleider oder wir entfernen die Dinger von Bildern, die es eigentlich nicht besonders gut für die Menschen zu sehen oder erkennbar sind. Hier sind einige weitere Fotos aus seiner Kollektion. Auf diesem Bild kann man ein komisches Seil auf dem Mond erkennen. Auch hier. Auf diesem Bild hat man Strukturen, die rasterähnlich auf dem Mond erscheinen, wie hier aufgezeichnet. Und auf diesem sehr interessanten Bild sieht man eine Reflexion im Helm von Astronaut, das sehr ähnlich aussieht wie Matt Jeffries' Tribble Station von dem bekannten Sci-Fi-Show Star Trek. Wir haben übrigens erfahren, dass Gene Roddenberry eines der eingeweihten Autoren ist, die von jener Breakaway Civilization Informationen bekommen, die sie dann als eine Art von Soft Disclosure in ihre Kunst einbauen dürfen und das Publikum langsam auf die Realität einzuweihen. Brad Shepard, der sehr eng zusammen mit Dr. Ken Johnson arbeitete, meinte, ich machte mir viele Gedanken über die Technologie, die von der Öffentlichkeit verborgen wird, die wir auf dem Mond in diesen Fotos gefunden haben. Ich hoffe, dass eines Tages wir von der gleichen Technologie profitieren können, die zurzeit nur das Secret Space Program verwenden darf. Manche reden über eine abgespaltete Gesellschaft, die aus den Projects Mayflower und später Solar Warden wuchs. Zurzeit verlässt unser bestehendes NASA-Programm kaum noch die Erdumlaufbahn. Ich glaube, sie sind nur Marionetten, die von dem echten Space-Programm ablenken, über das nur wenige Teile der Bevölkerung etwas erfahren dürfen.
Wenn der junge Präsident Kennedy seine damalige berühmte Rede über den Mond hielt, frage ich mich heute, ob wir nicht schon längst da waren, als er es sagte. Die Frage, die man sich immer stellt, auf welchen Grund würde man die Wahrheit über das, was im Weltall entdeckt wurde, verschleiern? Die ganze Welt würde doch davon profitieren. Bessere Technologie, Umweltverschmutzung beseitigen, Weltfrieden. Die Antwort geht zurück zu einem Dokument, das 1960 von einem US-Ausschuss veröffentlicht wurde. Und das als Basis für die Vorgehensweise für alle solche Entdeckungen in Zukunft gelten soll. Das Brookings Report. Die Realität der Existenz von anderen intelligenten Wesen in unserem Universum müsse dem Publikum verschwiegen werden. Die drei Aussagen insbesondere waren von Bedeutung. Erstens, dass wir höchstwahrscheinlich in Zukunft durch unsere Raumfahrtprogramme Artefakte auf dem Mond, Mars und Venus finden werden. Zweitens, dass die anthropologischen Studien mit vielen Beispielen zeigen, dass Gesellschaften, die sich sicher in ihrem Platz im Universum fühlten, auseinanderbrachen, sobald sie mit einer anderen, bisher unbekannten Gesellschaft, eine, die ganz andere Lebensformen und Arten und Technologien vermittelt, konfrontiert werden. Und drittens, die höchst betroffene Gruppe sei die Wissenschaftler, wenn sie ein verhältnismäßig überlegenes Wesen wahrnehmen müssen, da ihre Berufe mit Naturkräften und Technologie zu tun haben und alle ihre Theorien auf einmal platzen. Erforderlich wäre vielleicht sogar eine völlig andere Denkensweise, die eventuell gar nicht in einem menschlichen Gehirn verständlich ist. Also wurde beschlossen, um die Stabilität der Welt so lange wie möglich zu erhalten, alle solche Funde geheim zu halten. Ein weiterer Grund liegt natürlich in der Tatsache, dass NASA unter dem Aufsicht des berühmten Department of Defense fällt. Dies bedeutet, dass NASA nicht an erster Stelle sei, wenn es zur Informationsveröffentlichung kommt. Kein Wunder also, dass wir lange warten müssen oder sogar nichts zu sehen bekommen oder die stark editierten Bilder oder fehlende Reihen von Bildern erleben müssen. Die haben also eine Begründung mit der sogenannten Verteidigung der Weltordnung. Als wir dann mit solch einem Bild von Mars konfrontiert werden oder solch ein Bild, bekommen wir standardmäßig die gleiche Stellung von NASA. Nur steinige Leute weiterziehen, da ist nichts zu sehen. Das ist nur die menschliche Tendenz, Muster auf Wolken zu projizieren. Oder wir bekommen das. Bilder, die so vernebelt sind, dass fast nichts mehr zu erkennen ist. Aber die wohl kontroverseste Geschichte über das, was auf dem Mond gefunden wurde, dreht sich über zwei bis heute verschleierte Apollo-Missionen, 19 und 20. Diese wurden von Lucas Gantamburlo, den wir für Packing for Mars interviewt haben, ausführlich recherchiert. Er hatte als einziger mit zwei Whistleblowern Schriftverkehr und daraus entstand ein Buch. Die Apollo 20-Mission war eine US-Sowjet-Kollaboration, welches einige glauben, ist der Grund, warum es eine Apollo 18-Mission gab. Das sogenannte Apollo-Soyuz Test Project von 1975. Der wahre Grund dafür ist wahrscheinlich die Vorbereitung für eine ganz spezielle Space Mission. Sonst könnte man das Ganze auch als die teuerste PR-Aktion aller Zeiten bezeichnen und das im Höhepunkt des Kalten Krieges zwischen US und USSR. Die Geschichte dreht sich um ein Foto mit der Nummerierung AS-15P9625, das von Apollo 15 auf der dunklen Seite des Monds aufgenommen wurde. In diesem Foto erkennt man ein zigarrenähnliches Objekt, das von der Mars-Oberfläche herausragt. Hier wurde es mit Farbe ein bisschen hervorgehoben. Die Apollo 19-Mission hatte die gleiche Mission, aber einen Ausfall. Es war die Apollo 20-Mission, die es schließlich schaffte und volle 7 Tage auf dem Mond verbrachte. Das Ziel war, zuerst über das Objekt zu fliegen, um es weiter zu dokumentieren und dann schlussendlich in seiner Nähe zu landen. Als der Lunar Orbiter über das Objekt passierte, konnte man seltsame Markierungen auf der Hülle ausmachen. Man konnte auch
Löcher ausmachen, die möglicherweise von Meteoreneinschlägen stattgefunden haben. Und ich zeige Ihnen jetzt einen kurzen Ausschnitt von den Originalaufnahmen, die von den Astronauten aufgezeichnet wurden. Weitere Aufnahmen von innerhalb der Lunar Module zeigten einen russischen Moonwalker, auch als Lunokhod bezeichnet, draußen vor ihrem Raumschiff geparkt. Es wurde aber noch mehr gefunden, ein Wesen, das tiefgefroren in einer Art Homöostase noch am Leben war. Das Wesen erhielt von den Astronauten den Namen Mona Lisa ABA. Ein französischer Künstler, Videokünstler namens Thierry Speth meinte, er hätte sie alle gefaked. Aber erst kurz nach dieser Statement ist er spurlos verschwunden. Und wir glauben diese Behauptung einfach nicht. Die Aufnahmen hatten definitiv einige Probleme. Aber weitere Untersuchungen haben klargestellt, dass zumindest wichtige Teile der Aufnahme nur mit Technologien aus den 70er aufgezeichnet haben könnten. Außerdem haben die zwei Whistleblower viele intime Details über das Apollo-Programm beschrieben, dass man eigentlich nur den Schluss ziehen darf, dass es wahre Insider waren, die an einer Art Enthüllung teilgenommen haben. Schlussendlich wäre es ein riesengroßer Aufwand, diese Aufnahmen alle zu faken, um dafür nichts zu bekommen, was meiner Sicht nach unrealistisch ist. Ich bin selber ein Videokünstler und ich weiß, was für eine Arbeit hinter CGI-Productions steckt. Es macht einfach keinen Sinn. Durch unsere Analysen haben wir auch noch dazu eine Art Code aufgedeckt, wobei die Whistleblowers in cleverer Art und Weise Informationen über dieses verlorene Kapitel der Apollo-Programms hinterlassen haben, ohne dadurch selber in Gefahr zu kommen. Die Apollo-Astronauten haben guten Grund, nie etwas über das, was sie außerhalb des Planeten gesehen haben, an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Sie werden ihren Ruf verlieren, die Pension verlieren und vieles weitere. Das hat uns nach der Veröffentlichung von Packing for Mars ein weiterer Whistleblower erzählt. Dieser Whistleblower, den wir jetzt RJ nennen, war Mitglied der US Air Force auf Wright-Patterson Air Force Base. Er ist inzwischen 65 geworden und will seine Erfahrungen nicht alleine ins Grab mitnehmen. Seine Geschichte ist sehr vielfältig und wir haben heute keine Zeit, um mehr als nur ein bisschen von dieser Story anzuschauen. Kurz gefasst, RJ ist eines Tages durch Neugier tief unter dem Air Force Base gelangen, wo er in riesigen Tunneln auf etwas, das wie UFO-Technology aussah, gestolpert ist. Er wurde entdeckt und abgewarnt. Mahnungen, Drohungen folgten, nachdem er andere über seine Erfahrungen erzählte. Mehrere Jahre vergingen, aber seine merkwürdigen Erfahrungen ließen ihn nicht mehr los. Eines Tages durfte er nach einer Rede von Buzz Aldrin auf dem Wright Air Force, Patterson Air Force Base, ein persönliches Gespräch mit Buzz und Buzzes Frau in Privat führen. Buzzes Frau, die RJ vor der Rede über seine seltsame Erfahrung ansprechen konnte, meinte, Buzz und Company hätten auf dem Mond tatsächlich viel mehr gesehen und gefunden. Ich würde Ihnen jetzt gerne einen kurzen Ausschnitt von meinem Gespräch mit RJ vorspielen. I wanted to share the story, and Buzz Aldrin took me aside in a corner of the area of the officers' club, and he says, "Look, and I didn't want to say anything about these things, but since my wife had said some things to tell you, he said, when we landed on the moon by one of the edges of the craters, there was four cigar-shaped vehicles that were cylindrically shaped, he told me, that were parked side by side each other near this crater. And he said there was a moon base that they had there, they had crest there, and there was so much structure on the moon that they couldn't take a lot of pictures, and the pictures that they took, they had NASA wipe clean some of the structure and paint over them so that people couldn't tell that there was any structure on the moon." Wie wir finden, egal ob Regierungen der Welt uns preisgeben oder nicht, oder Menschen alle Whistleblowers als schwachsinnig sehen,
es gibt inzwischen zu viele Hinweise, die sogenannte rauchende Pistole, um alles einfach als Verschwörungstheorie wegzuschieben. Man sagt, jedes Geheimnis hat ein Ablaufdatum. Vielleicht nähern wir uns diesem Punkt. Vielleicht kann NASA mit den Mars Rover Teams anfangen. Statt nur Geologen sollten sich vielleicht auch einige Archäologen mit ins Boot ziehen. Es scheint viel mehr hinter dieser Verbindung zwischen Erde, Mond und Mars zu stecken. Und darauf würde ich jetzt gerne ein bisschen eingehen. Seit Beginn der Raumfahrt gab es Spuren von außerplanetarischen archäologischen Funden. Das, was gefunden wurde, konfrontiert das gesamte Realitätsbild, das uns von NASA vorgespielt wird. Die moderne Obsession mit dem Mars fing am 25. Juli 1976 an, als die Viking-Sonde Bild Nummer 35A72 aufnahmen, das von Tobias Owen als das Mars-Gesicht, The Face on Mars, bezeichnet wurde und sofort Schlagzeilen machte. Aber bald fiel die Diskussion in eine bis heute nicht beendete Argumentation. Das, was da ist, nur ein Spiel von Licht und Schatten wäre. Der Effekt heißt auf Englisch Pareidolia, wobei das menschliche Auge von alleine von Mustern sogenannte Gesichtern in den Wolken erkennt. Für einen großen Teil der Bilder von Mars möge das wohl der Fall sein. Aber es stimmt nicht in jedem Fall. Und es deutet in der Richtung, dass es wohl zwei Datenströme gibt. Eine für den Mainstream und eine für die Insider. Das bekannte Fermi-Paradox. Das bleibt der Grund, dass bis heute keine offizielle Stellung von Regierungen und Wissenschaftlern über die Existenz anderer intelligenten Lebensformen im Universum genommen wird. Im Gegenteil, es wird belächelt und alle, die es vertreten, werden als schwachsinnig bezeichnet. Das Paradox steht im Prinzip, dass, wenn es sie geben sollte, wo sind sie? Was ich im Rest meines Vortrags zeigen will, bietet möglicherweise die Lösung zum Fermi-Paradox. Alle noch bei mir? Jetzt wird's spannend. Hier ist ein Ausschnitt von Linda Moulton Howe, einer Enthüllungsjournalistin in Packing for Mars, was sie in erster Hand sah, als ihr der forensische Fotograf Mark Carlado ein Bild vom Mars-Gesicht zeigte. Ich ging nach Boston zur Analytical Science Corporation, wo ein Mann namens Mark Carlotto für die Abteilung für Verteidigung die Aufgabe hatte, am Computer Panzer von Bäumen zu unterscheiden. Und er brachte mich in einen Raum, in dem rotes Licht brannte und jeder Schreibtisch leer sein musste. Sie hatten all diese Sicherheitsvorkehrungen getroffen, nur um mich vor einen Computer zu setzen. Was auch immer in diesem hochentwickelten Computerlabor zu dieser Zeit in den frühen 80ern vor sich ging, nach ein oder zwei Minuten tauchte dieses Gesicht auf. Und was ich euch allen erzählen wollte, ist, es war so detailliert. Man konnte eine dünne Linie sehen, die sich über die Stirn zog. Zwei dünne Linien. Und es waren klar und deutlich die horizontalen Linien, die wir schon lange aus Ägypten kennen. Das Auge, nicht das auf der zerbrochenen Seite, sondern das auf der kompletten Seite, hatte eine Pupille, eine Iris und weiß. Ich sage nicht, es war in Farbe, aber man konnte diese drei Teile definitiv erkennen. Und hier im Bereich des Mundes, mir auf dem Computerbildschirm zugewandt, waren Zähne. Die Zähne hatten Linien. Ich war so geschockt. Ich war nicht darauf vorbereitet gewesen, so etwas Lebhaftes und Klares zu sehen. Hat einer von euch schon irgendwo auf diesem Planeten einmal eine Fotografie des Gesichts auf dem Mars gesehen, das so detailliert war? Aber nicht in der Öffentlichkeit. Was Linda Moulton Howe hier anspricht, ist ein Verhaltensmuster, das sich in den Dekaden seither ständig wiederholt hat. JPL kündigt an, dass ein zweites Bild wenige Stunden später gemacht wurde und da war nichts mehr zu sehen. Aber das war reine Desinformation. Die Sedonia Plateau wäre wenige Stunden später sowieso dunkel gewesen. Also wäre es unmöglich, ein Bild zu machen. Was in Realität passierte, war, dass JPL 30 Umkreisungen, circa 4 Wochen wartete,
bis es das Mars-Gesicht auf Bild 70A13 bei lokales Frühnachmittagslicht nochmal machen konnte. Aber niemand davon etwas mitteilte. War dies das Bild, von dem Linda sprach? Spulen wir vor zu 2017. Die Wissenschaftler Crater und McDaniel haben sich diese Sache nochmal unter die Lupe genommen und ihre Ergebnisse im renommierten Journal of Space Exploration veröffentlicht. Das Mars-Gesicht wurde von Mark Carlotto in 3D gerendert und nochmals untersucht. Die Ergebnisse? Es war höchstwahrscheinlich eine künstliche Konstruktion und Crater und Daniels wissenschaftliche Untersuchung des Mars-Gesichts deutete auf sehr starke Zeichen, dass es sich hier um eine intelligente Geometrie handelte. Wir kommen gleich auf das Thema zurück. Das Mars-Gesicht befindet sich in einem großen Gebiet namens Sidonia Plateau. Eine von zwei Regionen, die stark mit astroarchäologischen Funden besetzt sind, die wir später etwas näher anschauen werden. Es gibt erstaunliche Merkmale in Sidonia Plateau, die man eigentlich nur als intelligentes Design bezeichnen kann. Zuerst aber würde ich Ihnen gerne einen Ausschnitt von Packing for Mars zeigen, das von J.J. Hertogs Untersuchungen in einer anderen Mars-Region namens Elysium Plateau. J.J. ist ein Astroarchäologe, der bei mehreren von unseren Filmen dabei ist. Er hat weltweit viele archäologische Funde besucht, zum Beispiel die Unterwasser-Yonaguni-Pyramiden an der Küste von Japan. Dr. Hertog bekam dieses Bild von JPL, Jet Propulsion Lab, und hat es dem afrikanischen Zulu-Schaman Credo Mutwa gezeigt. Auf diesen Bildern kann man deutlich Pyramiden auf dem Elysium-Plateau von Mars erkennen. Mars hat eine Verbindung zur Zulu-Mythologie. Und es stellte sich heraus, dass es eine sehr tiefe Verbindung zwischen Erde und Mars zu geben scheint. Bestimmte Anordnungen und Darstellungen aus der Luftperspektive gab es besonders in Ägypten, was den Mars anbelangt. Bei den Traditionen der Zulu-Völker in Ostafrika, bei den Traditionen der orientalischen Völker und ganz bestimmt bei den Völkern aus Zentral- und Südamerika. Alle verkünden sie, dass wir einen zweiten Blick auf den Mars werfen und erkennen sollen, dass etwas dort passiert ist, dass die frühe Mythologie, die intellektuelle Geschichte und die Kosmologie der antiken Zivilisationen mit diesem mysteriösen Schwesterplaneten verband. Diese Dinge, die ich hier sehe, werfen perfekte pyramidenförmige Schatten auf den Boden. Und als jemand, der Statuen und andere Kunstwerke schafft, erkenne ich eine Pyramide, wenn ich eine sehe. Und noch eine andere Sache. Was auch immer diese Gebilde sind, sie sind so haltbar, dass sie ihre Form bewahrt haben, trotz der berüchtigten, furchtbaren Stürme, die auf der Oberfläche des Mars wehen. Diese Dokumente werfen die Frage auf, sind wir irgendwie verbunden? Sind die Pyramiden auf der Erde irgendwie mit denen auf dem Mars verbunden? Ist es möglich, dass die Pyramiden auf dem Mars Hinweise zu einem sogar noch größeren Mysterium sind, einer extrasolaren Form der Intelligenz, die vielleicht hinter der Erschaffung all dieser massiven Werke im Elysium-Viereck steckt? Manche sogar 700 Mal so groß wie die Cheops-Pyramide. Mein verstorbener Kollege J. Allen Hynek, der ein großartiger Astronom an der Harvard University und später an der Northwestern University war, der sich von der akademischen Gesellschaft abgewandt hat, vermutete schon in den 1970ern eine 6 Millionen Dollar teure Verschleierung der wahren Geschichte über außerirdische Intelligenz. Die Oberflächenmerkmale des Mars deuten auf eine Verbindung hin zwischen der Anordnung diverser Pyramiden und den Stufenpyramiden in Guatemala und anderen Ländern hinsichtlich ihrer Ausrichtung in diversen historischen Epochen, die Tausende von Jahren zurückreicht. Und was ich im Prinzip sage, ist, dass wir mit den Beweisen einen roten Faden haben, der sich durch die Astronomie der verschiedenen Zivilisationen und Kulturen zieht, wobei der Mars eine Art Verknüpfungspunkt ist. Wenn wir nochmal diese verschiedenen Orte miteinander verbinden, selbst die in Japan oder in China, kommen wir zu dem Ergebnis einer fantastischen Realität, in der es einmal einen viel größeren kosmologischen planetarischen Verstand und eine Mathematik gab,
mindestens vor 7000 Jahren, noch vor der klassischen konventionellen Ägyptologie, die all diese Orte miteinander verband, hinsichtlich der archäologischen Astronomie, Kosmologie und der Möglichkeit, dass das Leben vielleicht zwischen den Planeten auf eine einzigartige Weise interagiert hat. Die Ausrichtungen, über die J.J. Hertog spricht, werden auf dieser Landkarte von der Cydonia Plateau gezeichnet. Die Karte besteht aus Bildern von der Viking-Sonde N1976. Auf erster Sicht könnte man glauben, dass es sich hier um künstliche oder intelligente Anordnungen handelt. Aber die niedrige Auflösung der Bilder gab Zweiflern immer Hoffnung, dass das alles nur Zufall ist. Man braucht hochaufgelöste Bilder, um Genauigkeit aufzuheben. Dafür musste man fast 20 Jahre warten. Aber die neuen High-Rise-Satellitenbilder zeigten uns, dass die Ausrichtungen sogar noch genauer sind als gedacht. Diese neuen Bilder waren Inspiration für Crater und McDaniel, nochmal tief in die Verhältnisse zwischen den Eigenschaften zu greifen. Die Idee, geeignete geometrische Figuren auf der Erdoberfläche zu zeichnen, groß genug, um von einer intelligenten Spezies auf dem Mond oder Mars erkannt zu werden, ist nicht neu. Schon 1820 hatte Gauss einen Plan für genau das Gleiche im sibirischen Wald. 1997 kam der Spielfilm Contact ins Kino, wo Wissenschaftler mit ihrem Radioteleskop ein Signal vom Weltall empfingen, das eine Reihe von Primzahlen enthielt. Die Hauptdarstellerin Ellie sucht Muster in Vieh und findet eine lange Reihe von Einser und Nullern, die eine Zeichnung von einem Kreis und seinen Durchschnitt ergeben. Und als sie feststellt, dass Phi ein bedeutendes Verhältnis mit dem Kreis hat, findet sie ein Muster, in dem die Nummern auf sich selbst bezogen sind, auf Englisch self-referent, und erkennt es als ein zweites Zeichen einer intelligenten Botschaft. In der Crater McDaniel Studio wurden die sogenannten Hügel, Mounds in Cydonia, unter die Lupe genommen, und sie fanden überraschende Ergebnisse. Sie bestätigen die ursprünglichen Messungen der NASA Viking-Bilder und sie finden weitere Verhältnisse in der Geometrie. Sie suchten eine Kombination von drei Aspekten. Eine geometrische Abbildung, die sich deutlich auf eine Reihe von Primzahlen bezieht, die eine einzigartige Abbildung darstellt, wie die Gestalt einer der fünf Feststoffe, zum Beispiel ein Tetraeder. Und drei, die eine selbstbezogene Eigenschaft hat. Sollten Ihre Ergebnisse diese drei Aspekte in Kombination andeuten, würde das für eine kommunikativer Bedeutung sein. Mit anderen Worten, ein starker Hinweis, dass eine intelligente Spezies Gebrauch von einer eleganten und präzisen Art der Kommunikation gemacht hat, um eine Botschaft auszusenden. Dies sind die 12 markierten Hügel in der Cydonian Plateau, die Sie für Ihre Studie selektiert haben. Dieses Bild ist das 1976 Viking-Bild 35A72. Hier ist der Überblick der gesamten Region von einer der jüngsten Bilder der ESA mit dem Marsgesicht und die fünfseitige Pyramide namens D&M Pyramid. Obendrauf die markierte Zeichnung von dem 1976 Viking-Bild. Die 2014 Bilder, Die 2014 Bilder dieser Mars-Region haben eine Auflösung von 5 Meter pro Pixel und haben die Hypothese, die auf den 1976 Viking-Bilder basiert war, sogar noch verstärkt, da sie von direkt über dem Gelände gemacht wurden und keine Verzerrung des Kameraobjektivs haben. Wir schauen uns zuerst dieses Pentaeder an, das aus den Cydonia-Hügeln zusammengesetzt werden kann. Wie hier explizit in diesen Zeichnungen zu sehen ist, haben rechtwinklige Dreiecke GEA, EBA, GDA und DBA alle gleichen Winkel. Dreieckige GEA und EBA sind kongruente rechtwinklige Dreiecke. Und Dreieck EDA ist ein gleichschenkliges Dreieck. Dieses dreischenklige Dreieck ist genau das Doppelte in Flächeninhalt von Dreieck DBA. Die Gestaltung der Hügel als Pentaeder
deutet auf Eigenschaften, die man bestens als pädagogisch clever beschreiben könnte. Der Hügel Pentaeder zeigt uns das Konzept Flächeninhalt in einer selbstbezogenen Art und Weise. Wie wir sehen, entspricht das Konzept auch die ersten vier Primzahlen. Die entsprechende Größe der drei ähnlichen rechteckigen Dreiecke entspricht die ersten drei Primzahlen. 2 ist zweimal die Oberflächengröße von 1 und 3 ist dreimal die Oberfläche von 1. Und besonders verwunderlich ist, dass auch die vierte Primzahl aus dem gesamten Flächeninhalt des Pentaeders berechnet werden kann. Dieses geometrische Wunder entspricht die vierte Primzahl in einer selbstbezogenen Art. Einer der Kriterien, die wir vorher angesprochen haben. Wenn wir künstliche Konstruktion beweisen wollen, wenn wir das jetzt noch einen Schritt weiter nehmen, der Flächeninhalt des Tetraeders, das bei den vier Hügeln G, E, D, A besteht, ist auch 4. Wir haben also ein selbstbezogenes vierseitige Struktur innerhalb einer fünfseitigen selbstbezogenen Struktur. Und wenn man dazu noch den Flächeninhalt 3 der Tetraede, die aus den Hügeln GAD geformt wird, mit einbezieht, ergibt es in Tatsache eine dreiseitige Struktur, eingebettet in eine selbstbezogene vierseitige Struktur innerhalb einer fünfseitigen selbstbezogenen Struktur. Die Geometrie der Struktur spiegelt diese einfache 1-2-3-Sequenz sogar in der Flächeninhalte, sogar auch in den Längen der entsprechenden Seiten der Dreiecke wider. Die Geometrie scheint also sehr clever und beharrlich pädagogisch zu sein. Schließlich beweisen Crater und McDaniel, dass diese Gruppe von 5 Hügeln, die sie an Pentaeder G, A, D, B, A, eine einzige ganze Menge von fantastischen geometrischen Eigenschaften darstellen. Ich werde Sie hier nicht weiter mit den mathematischen Details langweilen, aber es gibt eines, das noch sehr nennenswert ist. Und dies trifft die erforderlichen Eigenschaften für ein intelligentes Design, das uns eine Botschaft geben will, genau ins Auge. Und es sollte somit das Fermi-Paradox lösen. Die Positionen der Hügel, wenn man sie den entsprechenden Kalkulationen aussetzt, scheinen das Formular, das den Drehwinkel eines Elektrons beschreibt, zu ergeben. Crater und McDaniel zeigen, wie präzise die Hügelkonfiguration den des Elektron-Drehs entspricht. Aber die Mischung aus Hügelgeometrie und Quantenphysik endet nicht da. Schließlich zeigen uns Crater und McDaniel in präzise Detail sogar, wie die beiden Glieder DE, diese hier, DE und AD, aus dem gleichschenkligen Dreieck EDA die magnetische Feldrichtung eines drehenden Elektrons beschreiben. Mit anderen Worten, man kann sagen, dass die Positionierung der Hügel maximale Magnetisierung des Elektrons entsprechen. Das Journal of Space Exploration, die Thesen werden noch weiter verstärkt durch die Behauptungen von diesem Mann hier, Dr. John D. Brandenburg, ein Plasma-Physiker, der öfters mit NASA zusammengearbeitet hat und in letzter Zeit herausgekommen ist als Whistleblower, nachdem er schnell zur Aufmerksamkeit mit seiner Theorie kam über ein nukleares Massaker, das zwischen Zivilisationen weit fern in der Antike auf dem Mars stattgefunden hat. Was seine Theorie besonders auszeichnet, ist die Reaktion, die er von der US-Regierung bekam, dem Verteidigungsminister Dale Day. Nachdem er seine Befunde eingereicht hat, wartete er 6 Monate, um von Pentagon schließlich ein grünes Licht zu bekommen. Es hieß Publish, also veröffentlichen. Die 2 Regionen, die in Frage kamen, sind genau die, wo die meisten Monumente ähnlichen Strukturen zu finden sind, die Sedonia Plateau und Galaxias Chaos. Dr. Brandenburg analysierte nukleare Ausstrahlungen, die in diesen Regionen gemessen wurden, und machte eine überraschende Entdeckung. 2 riesige Explosionen auf Mare Acidilium und Utopium direkt windwärts von diesen Stellen, das heißt, der vorherrschende Wind brachte den radioaktiven Niederschlag direkt zu den 2 Regionen. Sie scheinen eine Zivilisation, die sich über eine enorme Metropole ausgebreitet hat, völlig ausgelöscht zu haben.
Wie wusste Dr. Brandenburg, dass es Explosionen waren und nicht natürliche Phänomene, wie zum Beispiel natürliche Nuklearreaktoren? Es liegt im Zusammenhang mit einem besonderen radioaktiven Isotop, Xenon 129. Die hohe Konzentration von Xenon von 129 XE in der Mars-Atmosphäre ist einzigartig zu Mars und weicht stark von dem isotopischen Massespektrum im Rest unseres Sonnensystems ab. Diese Zeichnung zeigt die Störgröße und Übergewicht an 129 XE auf Mars im Vergleich zur Erde. Mars hat 250% mehr Xenon 129 in der Atmosphäre als alle anderen Planeten im Sonnensystem. Mars Xenon vergleicht sich sehr genau an die Komponente, die wir in unserer Atmosphäre seit dem Zeitalter der nuklearen Waffentests finden. In beiden Fällen, sowohl bei Wasserstoffbomben sowie auch Plutoniumproduktion, wird viel Teilung mit schnellen Neutronen eingebunden. Wenn man eine Mischung aus 70% Xenon aus Nukleartests mit einem Anteil von 30% natürliches Xenon auf Erde kombiniert, kann man von dieser Zeichnung entnehmen, dass Xenon auf Mars dem der Erde ziemlich gleich war. Dies würde bedeuten, dass Xenon-Anteil auf Mars dem der Erde sehr ähnelte, bis ein riesiges nukleares Geschehnis alles dramatisch veränderte. Die Energie, die bei diesen beiden Explosionen freigestellt wurde, hat Brandenburg auf etwas in der Ordnung von 1 Milliarde Megatonnen kalkuliert. Auf der Oberfläche dieser beiden Regionen wurden neulich auch Spuren von einem seltsamen Glas gefunden. Diese Art von Glas nennt sich Trinitite. Und es ist auch auf der Erde zu finden, da geformt, wo immer nukleare Feuerkugeln die Erde verbrannt haben. Das Ergebnis ist unvermeidbar. Ein künstlich generiertes, gewaltiges Massentodereignis. Stellen Sie sich den Augenblick vor, als diese beiden unheimlichen Explosionen stattfanden. Eine Wucht von 1 Milliarde Megatonnen wäre sicherlich genug, um weit und breit alles flachzulegen. Wir können uns gut vorstellen, dass ziemlich alles extrem verzerrt und unerkennbar gemacht wurde. Gibt es aber vielleicht noch Spuren von dieser Zivilisation, die übergeblieben sind? Lass uns als nächstes mal anschauen, was entdeckt wurde. Es ist ein sehr trauriger Kapitel unserer Geschichte. Das, was Sie jetzt sehen, ist nur sehr wenigen bewusst. Dies ist die D&M-Pyramide in der Zedonian Plateau. Auf der rechten Seite hier. Das von ihren Entdeckern DiPietro und Molinar genannt wurde. Das linke Bild ist eines der originalen Bilder, die damals von zu niedriger Auflösung waren, um näher ranzukommen. Obwohl JPL mehrmals aufgefordert wurde, ein Flyover zu machen, um hochaufgelöste Bilder zu machen, war dies alles, was wir hatten. Und es hat fast 20 Jahre gedauert, bis das endlich passierte. Aber wie Sie sehen werden, ist das Resultat ziemlich erstaunlich. Hier ist die neue, hochaufgelöste Aufnahme. Wenn wir reinzoomen, ermöglicht es uns jetzt, etwas zu sehen, das vorher nicht möglich war. Die scheinbaren Überreste von einer einst riesigen Metropole, die sich für Kilometer am Fuße der D&M-Pyramide ausbreitet. Diese ganzen Rillen hier sind alles die Überreste. Brandenburgs Team hat festgestellt, dass diese Wellungen in der Topographie durch keinen geologischen Effekt verursacht werden können. Es kann nur eines sein, Ruinen. Davon abgesehen, dass das Alter dieser Ruinen mehr als 1 Million Jahre ist, sind sie noch ziemlich klar erkennbar in diesem Bild von der Westgate der Pyramide. Wenn dieser Schauplatz auf der Erde gefunden wäre, würden sich Horden von Archäologen draufstürzen. In dieser Ecke, das was als Southgate bezeichnet wird, gibt es Hinweise auf Eingänge in den Ecken der Pyramide, sowie Straßen, mögliche Arenas. Und wenn eine zweite Farbe draufgegeben wird, dann erkennt man das Raster noch besser.
was einst mal eine große Stadt war, die es nicht mehr gibt. Diese Ecke wurde als Northwest Corner bezeichnet und ist vielleicht der bestenthaltene Teil dieser Metropole. Die Architektur der Wände erinnert an die Bauweise, die in der verschollenen Stadt Pompeji verwendet wurde. Eine Methode, wobei geteilte Wand verwendet wird, um ein Gebäude aufzuhalten. So Brandenburg, was wir jetzt wissen, die Xenon-, Krypton- und UTH-Werte auf Mars sind durch riesige thermonukleare Reaktionen einer Waffe in der Vergangenheit erklärt, mittels einer Luftdetonation und nichts anderes. Der Effekt dieser Explosionen hat Merkmale, die mit den Schauplätzen erodierten archäologischen Ruinen einer Zivilisation der Antike korrelieren. Und es sieht so aus, als ob Mars einst einer planetarischen nuklearen Katastrophe zu Opfer fiel. Das Pentagon wurde darüber informiert und antwortete: veröffentlichen. Man redet über Disclosure und wartet auf die Antwort von einem Präsidenten oder der Regierung, aber in Tatsache ist Disclosure schon längst unterwegs, mittels Leute wie Dr. Brandenburg, die die leise Zusage bekommen, von den Regierungen diese Information zu veröffentlichen. Brandenburg meinte, und bis jetzt sagt in der Öffentlichkeit, die US-Regierung in Wahrheit wusste über Mars schon seit 1976. Dieses Kirby-Comic-Heft hatte das Mars-Gesicht schon 1958 auf der Titelseite. Ist vielleicht der Grund, dass Buzz Aldrin diese merkwürdige Aussage auf C-SPAN gemacht hat. We should go boldly where man has not gone before. Fly by the comets, visit asteroids, visit the moon of Mars. There's a monolith there, a very unusual structure on this little potato-shaped object that goes around Mars once in 7 hours. When people find out about that, they're going to say, who put that there? Who put that there? Well, the universe. Es gibt eine ganze Geschichte über Phobos, die wir im Film eingebaut haben, aber die für die wir jetzt heute keine Zeit haben. Weiß Buzz Aldrin aber vielleicht etwas, das auf dem Mars gefunden war? Mit so einer Aussage fragt man sich natürlich. Seine regelrechte Obsession vom Mars läuft bis zur heutigen Zeit. Er war neulich sogar bei einer Mission to Mars Tour im National Geographic dabei. Wenn wir davon ausgehen, dass Buzz vielleicht schon 1970 auf dem Mars war, ist es kein Wunder, dass er das Posterkind der Elite ist, was die Finanzierung und Neubelebung der Mars-Missionen betrifft. Mag es sein, dass das, was auf dem Mars und Mond so bahnbrechend, so schockierend war, dass NASA es niemals an den Rest von uns weitergeben kann, dass ein ultrageheimes Unternehmen auf dem Mond und Mars schon seit Jahrzehnten mit den archäologischen Funden dort befassen. Da wir höchstwahrscheinlich keine offizielle Stellung von unseren Regierungen und Wissenschaftlern bekommen werden, mit Ausnahme von einem langsames Angewöhnen dieser Realität durch Hollywood-Spielfilme, sollten wir uns die Legenden der Vergangenheit mal etwas genauer anschauen, um diese Verbindung zwischen Mars, Mond und Erde hervorzuheben. Vor ein paar Monaten wurden einige vorher verheimlichten Dokumente aus der CIA freigegeben. Eins davon habe ich fast durch Zufall gefunden. Ich finde es besonders interessant. Die US-Regierung war angeblich so an der antiken Geschichte von Mars interessiert, dass sie in den 80er Jahren mehrere Remote-Viewing-Projekte durchgeführt hat. Dieses hier beschreibt eine Sitzung, die von einem Volk auf der Mars-Oberfläche, die verzweifelt ein neues Zuhause ersuchten. Ein Weg von einem verwüsteten Leben vor 1 Million Jahren. Das Buch Terra Papers beschreibt eine Zivilisation der Antike, die zwischen Mars und Erde verkehrte. Es wurde von einem Native Amerikaner, Robert Morningsky, geschrieben und basiert sich auf die angebliche wahre Geschichte von Bekti, ein außerirdisches Wesen, das abgestürzt ist und von Native Americans im Westen von Amerika aufgenommen wurde.
Bakhti belehrte seine Gastgebern über eine antike Geschichte der Erde, wo der Ursprung von Legenden wie Zeus, Osiris und Isis im Rahmen der gesamten Geschichte der Erde in echt stattgefunden haben. Als ich bei Alfred Weber in Vancouver, Kanada, mit den Dreharbeiten für Packing for Mars angefangen habe, hat er gemeint, ich sollte doch einen Außerirdischen im Film haben. Das klingt verrückt, hat mich aber neugierig gemacht und er gab mir die Telefonnummer von Jerry Wills. Jerry hatte von seiner Kindheit an regelmäßigen Besuch von Wesen, die ihm dann erzählten, dass er nicht von diesem Planeten war. Er wurde als Baby von seiner echten Familie zur Erde gebracht und ist unter vielen hier auf der Erde, dessen Aufgabe nicht immer klar gemacht wurde. Seine Herkunft ist das Sternensystem Tau Ceti, was er mir auf dieser Karte zeigt, was hier zu sehen ist. Das ist Tau Ceti, das ist zum Beispiel Alpha Centauri, den wir wahrscheinlich alle kennen. Sie zeigten mir Bilder von Dingen, die sie aufgezeichnet hatten. Und ich wusste nicht, wie das möglich sein soll. Naja, zu der Zeit verstand ich das noch nicht, aber jetzt weiß ich, dass sie so einfach durch die Zeit reisen, wie wir von einem Raum zum anderen gehen. Eine Technologie, mit der man in der Lage ist, von A nach B durch ein bidirektionales Wurmloch zu reisen. Ich kann versichern, dass es nicht nur möglich ist, sondern jetzt gerade geschieht, während wir uns unterhalten. Es existiert da draußen. Laut Jerrys Besuchern ist die Vergangenheit unseres Nachbarplaneten tatsächlich mit der unseres eigenen verbunden. Zeit und Raum waren für sie durch ihre Fähigkeit, ungeheure Weiten ohne Zeitverlust überwinden zu können, nicht von Bedeutung. Es ist, als ob man sich durch den Raum bewegt, aber es ist nicht so, dass man sich in dieser Dimension des Raums befindet. Man bewegt sich außerhalb unserer Dimensionen. Es ist vielleicht so, als ob man ein Laken hätte, das auf einer Wäscheleine hängt. Und um von A nach B zu kommen, muss man ganz hier rauf und auf der anderen Seite wieder runter. Aber stattdessen haben sie einfach ein Loch in das Laken gemacht und sind direkt durchgegangen. Mir wurde erzählt, die Leute dieser Welt haben diese Welt verlassen und sind zu einer anderen gereist. Eines ihrer ersten Ziele war der Mond. Das war vor sehr langer Zeit. Ein weiteres Ziel war der Mars. Der Mars war sehr gut bewohnbar. Man konnte dort sehr gut leben und es gab dort Wasser. Es war einzigartig. Rote Felsen. Für einige Zeit war alles gut auf dieser Welt. Für eine ganz lange Weile. Die Zivilisationen erblühten, gedeihten. Es gab eine Parallelzivilisation zwischen Erde und Mars und sie reisten zwischen den beiden Planeten hin und her. Am Ende von dem Ausschnitt sieht man eine Reihe von merkwürdigen Artefakten im Bild. Wir entdeckten im Laufe der Dreharbeiten, dass diese Artefakte einen verlorenen Teil unserer Geschichte beschreiben. Und erstaunlicherweise gibt es eine Überlappung zwischen den historischen Zeitfenster, das mit Jerrys Erzählungen übereinstimmt. Klaus Dorner, mit dem wir die Klaus Dorner Chronicles produzieren, ist ein Forscher von Artefakten, die nicht in der Geschichte passen. Er hat uns als erster auf diese fantastischen Artefakte aufmerksam gemacht, die aus Mexiko in der Huelos de Jalisco Region stammen. Es gibt nicht nur eine oder ein paar, sondern tatsächlich wirklich hunderte von diesen Artefakten aus dieser Region. Die mexikanische Regierung ignoriert sie oder versucht, die Ausgrabungen zu verhindern. Trotz Widerstand beschäftigen sich derzeit einige lokalen Einwohner mit der Geschichte dieser mysteriösen Funde. Was herauskam, wird von den Lokalen als die Aztlan-Zivilisation genannt. Sie glauben, es sind die Überreste eines Volkes, das sie als ihren Ursprung verstehen. Die Berichte wurden uns von einem der Forscher gegeben, der direkt auf das Huelos-Gelände lebt. Die C14-Datierung auf dem Steinartefakt wurde in Arizona, US gemacht und ergibt ein Alter von bis zu 7500 BC, also 9 bis 10 oder 12.000 Jahre alt angeblich. Die Thermonuclear Essence-Altersbestimmung des Keramikobjektes, die in Deutschland durchgeführt wurde,
auf der rechten Seite ergibt ein Alter von ca. 3800 Jahre BC. Wenn wir uns das genau anschauen, wenn wir uns einige von diesen ganz genau anschauen, erkennen wir ganz besondere Merkmale. Viele von diesen Artefakten zeigen fliegende Objekte und götterähnliche Wesen mit Flügeln und Kopfschmuck. Der Glanz, den man hier sieht, der diesen Schein von einer Glasur gibt, ist aber keine, sondern eine uralte Methode, Steine zu versiegeln. Hier sieht man wieder ein Wesen, das in einer Haltung hat, als ob es ein Pilot ist in einem Schiff. Hier sieht man wieder die Wesen mit dem Kopfschmuck. Hier wieder ein fliegendes Objekt mit einem planetarischen Körper. Und hier wieder ein Wesen innerhalb einem Schiff. Hier wieder das Wesen mit den Flügeln. Und immer hier ein Planet. Hier sieht man wieder, was aussieht wie ein UFO mit einem Strahl auf ein Wesen mit Kopfschmuck. Auf diesem Bild ist zu sehen, wie ein Wesen irgendwie aus einem Schiff hinauskommt und irgendwas übergibt. Hier wiederum mehr von den Positionen mit Helm und so weiter. Hier die Flügel, da die Schiffe und eine sehr komische Schrift, die dann immer wieder vorkommt. Diese Schrift sieht man immer wieder. Es ist eine Art irgendwie, vielleicht ist es eine Art Sternenschrift. Da wieder ein Schiff mit noch einem Schiff da drin. Und hier sieht man interessanterweise diese Interaktion wieder von einem Planeten und da auch wieder. Es scheint irgendwie fast irgendwie dieser Planet kommt immer wieder vor. Man denkt sich, vielleicht ist dieser Planet das, was man als Nibiru nennt oder dieser Planet, der auf uns zukommt, der direkt in der Geschichte in diesem Zeitalter hineingebaut wurde. Hier sieht man diese Wesen mit diese komischen Dinger, die immer aus ihrem Mund hinauskommen. Die sieht man auch immer wieder. Und da wiederum diese Meteoriten oder Planeten. Hier wieder. Interessanterweise sind diese Steine, wenn sie 10.000 bis 12.000 Jahre alt sind, mit Edelsteinen versetzt. Das heißt, die Präzisionsarbeit von Leuten, die vor 12.000 Jahren gelebt haben, ist ziemlich gut. Hier ist noch mehr davon zu sehen. Aber es wird noch spannender. Die vielleicht erstaunlichste Verbindung zwischen Mars und Erde wurde direkt in den Monumenten der Antike eingebaut, nämlich Teotihuacan, von den Mayas bekannt als Stadt der Götter. Sie wurde, wie ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, vielleicht nicht als Zufall so benannt. Diese Info haben wir frisch von Butuan City, wo wir uns für eine Woche mit Valerie Uvanov und anderen Forscher und Archäologen aufgehalten haben. Wir sehen hier die drei Pyramiden, wie sie positioniert sind. Oben die Pyramide von Quetzalcoatl, also Kukulkan benannt, in der Mitte die Pyramide der Sonne und unten die Pyramide der Erde, des Mondes, die eigentlich als Pyramide der Erde umbenannt werden soll. Das werde ich Ihnen gleich zeigen, warum. Dieses Plaza-Komplex wurde von Architekten so gebaut, um genau unser Sonnensystem zu widerspiegeln. Hier ist eine Luftperspektive über den Komplex. Diese Aufnahme ist von 5 Kilometer über den drei Pyramiden. Man sieht sie hier wieder ausgelegt. Und jetzt, wenn wir jetzt die Umlaufbahnen der Planeten unseres Sonnensystems obendrauf projizieren, wird alles klar. Mit der Position der Sonne im Zentrum fallen die Umlaufbahnen von zwei Planeten mit perfekter Ausrichtung auf die Pyramiden. Die Position von Mars fällt auf die Pyramide von Kukulkan oder Quetzalcoatl. Und Kukulkan wird auch als Patron der Weisheit, Wissen und Kultur genannt. Die Pyramide des Mondes steht direkt auf der Umlaufbahn der Erde. Was natürlich der Grund ist, warum wir es eigentlich Pyramide der Erde umbenennen sollten. Aber es geht noch weiter. Damit wir es wirklich glauben, haben die sogenannten Götter, die Architekten dieses Geländes, sogar Größenverhältnisse mit eingebaut.
um weiter darauf hinzudeuten, dass die Pyramiden der Plaza den Mars und die Erde repräsentieren. Schauen wir mal auf die Größenverhältnisse. Wenn man die Größe der Pyramide der Erde oder Mond, 42 Meter, mit der Pyramide von Mars, die 22 Meter ist, vergleichen, bekommt man eine einzigartige Berechnung. 1:0,523. Was genau das Verhältnis von den äquatorialen Durchmessern der Erde und Mars reflektiert. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass Teotihuacan, die Stadt der Götter, auch als Wohnsitz derer, die den Weg zu den Göttern kennen, bezeichnet wird. Der Weg von der himmlischen Heimat der Götter zu ihren erdlichen Heimat. Sie haben also nicht einfach das Layout des Sonnensystems im Teotihuacan-Boden widerspiegelt, sie haben sogar den himmlischen Plan dargestellt, also der Weg von der Heimat der Götter zur Erde. Die Straße zwischen den Pyramiden dient ihnen als symbolische Erinnerung an woher sie einstmal kamen, von Mars zur Erde. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass Lass uns die Legenden und die mythologische Quellen anschauen. Es gibt 369 Wörter der englischen Sprache, die sich auf den roten Planeten beziehen, mit heftigen Geschehnissen. Der mythische Gott Marduk regierte Mars und Erde. Die nubianische Legende, Stadt namens Meru mit Pyramiden, die von roten Männern gebaut wurde. Tibetanische Legende, die Vernichtung vom Land der sieben Städte. Sieben der berühmtesten Hauptstädte Ramas, bekannt im klassischen Hindu-Text als die sieben Rishi-Städte. Laut indischen Texten der Antike hatte die Bevölkerung fliegende Maschinen, die sie Vimanas nannten. Mahabharata, ein eiserner Blitz, gigantischer Botschafter des Todes, der ein gesamtes Volk von Vrishis und Andanakas zur Asche reduzierte. Sanskrit-Text beschreibt eine Vimana-Velix-Schlacht, die auf dem Mond stattfand. Mohenjo-Daro in Pakistan, einer der Rishi-Cities. Bei Ausgrabungen wurden Skelette in den Straßen gefunden, die ihre Hände noch hielten. Also als ob irgendein tödlicher Strahl oder Schicksal sie auf der Stelle vernichtet hat. Diese Leichen gehören unter denen, die die meiste radioaktive Strahlung von sich gaben. Straßen waren mit schwarzen Klumpen von Gras bestreut. Später hat man festgestellt, dass diese Klumpen uralte Tontöpfe waren, die von einer unheimlichen Hitze geschmolzen wurden. Uralte Städte um die Welt herum gefunden, in denen Wände aus Stein und Ziegel regelrecht verglast wurden. Die Tatsache, dass Tausende von Quadratmetern auf der Marsoberfläche in genau den Regionen, wo zum einen das häufigste Vorkommen von astroarchäologischen Funde ist und zum anderen der Punkt, wo zwei gigantische Nuklearexplosionen die gesamte Bevölkerung anscheinend zerstört haben, hat definitiv eine sehr spannende und positive Korrelation zu unseren Legenden auf der Erde und auch in Betracht auf, was wir angeblich bei der Apollo 20 Mission auf dem Mond gefunden haben. Sind diese Legenden am Ende eigentlich nur einfach die Tatsachen, die sich als Mythen in unserer Geschichte und Märchenbücher hineingefunden haben? Könnte es Zeichen oder Überreste dieser verschollenen Zeitalter auf der Mars geben? Für viele Jahre gab es fotografische Nachweise auf Mond und Mars, die man als Beweise von außerirdischen Intelligenz darstellte, die aber leider von so niedriger Auflösung waren, dass die Formen und Strukturen, die darauf zu sehen waren, schnell verrufen werden konnten. Aber heute, mit einer neuen Generation von Rovern und Satelliten ausgestattet mit Hochauflösungsfähigkeiten, ist es nicht mehr so einfach, alles zu dementieren, was aufgenommen wird. Zu sagen, dass alles nur Steine sind, obwohl NASA uns das gerne immer einreden will. Dank dem ermüdlichen Arbeiten von einer ganzen Menge von Menschen, sowohl Profis als auch geschickte Amateure, werden neue forensische Analysen der Bilder von NASA ständig veröffentlicht. J.P. Skipper mit Mars Anomaly Research, Michael J. Craig, Rami Bar-Ilan, Neville Thompson, Martin Graney, um nur ein paar davon zu erwähnen. Lass uns einige von diesen Bildern anschauen. Fangen wir mal mit symmetrischen Formen an.
Interessant, hier sieht man Plattenformen, die Schatten werfen. Und V-Symbole, die zu sehen sind in den Strukturen. Oder topfähnliche, kastenähnliche Strukturen. Hier sieht man zum Beispiel Winkel und symmetrische Objekte, die mehr aussehen wie Equipmentteile, die abgebrochen sind, als Steine. Und wenn man sich dieses Foto anschaut, für mich sieht es aus, als ob eine Turbine sein könnte oder ein uraltes Stück von Technologie, das verschollen ist auf dem Mars. Hier gibt es mehr symmetrische Bilder. Und Ruinen auf dem Mars gibt es auch. Diese Steine sind sehr ähnlich wie die, die man bei Baalbek, diese Steine, die in der Quarry zu finden sind. Mit Reflexions. Und diese Domstruktur reflektiert etwas, das aussieht, als ob es künstlich erstellt wurde. Und es gibt auch so Steine, die aussehen, als ob sie beschnitten wurden. Da gibt es ganz viele mit Kanten, die ganz scharf beschnitten wurden. Wie zum Beispiel dieses, was aussieht wie ein Gebäude mit Fenstern und Wänden. Oder auch Monumente, die sehr ähneln zu denen, die man in Ägypten, aus Ägypten kennt. Hier ist ein weiterer Block mit einem Präzisionsschnitt. Und mehr Präzisionsschnitte. Und das sieht aus wie begrabene Steinblöcke. Interessant und sehr ähnlich zu den Riesensteinblöcken in Baalbek-Lamanon. Das sind wiederum Marssteine, Erdesteine. Mars, Erde. Es gibt auch Artefakte, die nicht nur sehr große Objekte zeigen, sondern auch ganz viele Bilder von kleineren Objektiven, die von den Rovers fotografiert werden. Diese Objekte werden bis heute von NASA als natürliche Steinformationen erklärt. Aber es scheint mir, dass diese Erklärung längst nicht mehr ausreicht, um alles, das wir sehen, einfach wegzuerklären. Wenn dieses Objekt auf der Erde fotografiert wurde, ist ziemlich sicher, dass Neugier auf was sonst noch in der Nähe vergraben sein könnte, aufwecken würde. Die Symmetrie scheint einfach ein bisschen zu offensichtlich zu sein. Scheint, als ob jemand sein Staubsaugerteil auf der Oberfläche verloren hat. Könnte das ein Spielzeug sein? Oder vielleicht ein Roboter? Looks like R2-D2. Und es ist interessant, dass es eigentlich nur Geologen gibt, weil man würde denken, dass die Archäologen an diesen Projekten große Neugier und Interesse daran hätten, diese Objekte zu untersuchen. Zumindest den Fahrern des Rovers zu sagen, stopp, rückwärts, mal um das Ding herumzukreisen, 360 Grad, wir wollen uns das besser fotografieren, damit wir was sehen können. Aber es wird einfach weitergefahren. Es gibt einen Witz, den Brandenburg sagt, dass die Rover-Fahrer eigentlich exklusiv vom kalifornischen Staat ausgewählt wurden, weil dort sind die Fahrer von Natur aus getrainiert, wenn sie was Komisches auf der Seite von den Straßen zu sehen, einfach weiterzufahren. Vielleicht fahren sie sogar direkt über die Artefakten drüber. Hier sieht man noch ein sehr interessantes Objekt. Und es ist interessant zu sehen, wenn man diese Zeichnungen auf der Erde von Mexiko sieht. Und laut John Brandenburg meinte er einfach, dass die Artefakten, die auf dem Mars zu finden sind, dem mexikanischen sehr, sehr ähneln. Das heißt, diese Verbindung wieder zu Teotihuacan verstärkt. Also was wir hier anschauen, möglicherweise sind die ersten Bilder von Hieroglyphen, die auf der Oberfläche von Mars gefunden wurden. Mit der Farbe hervorgehoben sieht man sie noch deutlicher. Affen, Gesichter. Aber es ist ja auch sehr interessant, wenn wir mal jetzt die Fossile auf dem Mars anschauen. Die Knochen, sogenannten Knochenabbildungen, die man sieht. Dieses Bild stammt von Mars. Es ist Wahnsinn, wie sehr es sich
an ganz spezifische Teile von der Anatomie von erdlichen Wesen ähnelt. Das könnte ein menschlicher Knochen sein. Und hier haben wir, was aussieht wie ein Fossil, das fast von dem Rover überfahren wurde. Hier ist ein Objekt, man sagen könnte, ein menschliches Skelett sehr ähnelt. Wenn man es neben menschliche Skelette auf Erde stellt, bleibt nicht mehr viel. Und dieses Skelett ähnelt an den Langschädel-Skeletten, die man von Südamerika kennt. Vielleicht ist es sogar ein Space Yeti oder ein Mars Yeti. Und dieses Foto sieht aus sehr ähnlich wie ein Mars Aztec-Kopf und wurde auch von John Brandenburg und seinem Team analysiert. Und die forensischen Untersuchungen sagten, dass es wirklich interessant war. Was ich sagen will, ist, dass die Fotos in einer Reihe von Fotos dargestellt wurden und eins davon war mit einem Access Denied Sticker beschrieben und sie haben bis jetzt noch nicht das Bild in dieser Serie bekommen. The Curiosity Rover wurde südlich von Galaxias Chaos gesetzt. Man wundert sich, ob das, was wir auf diesen Bildern sehen, die versteinerten Köpfe der Marsbewohner, die die erste Explosion vielleicht überlebt haben, die erst später von den tödlichen Strahlungen starben, sehen. Das Fermi-Paradox scheint also längst gelöst zu sein, obwohl unsere Regierungen und NASA bis zum heutigen Zeitpunkt vergessen haben, das uns mitzuteilen. Und dieses Bild von einem ausgetrockneten Nachbarplanet scheint längst nicht mehr der Realität zu entsprechen. Aber es gibt Hoffnung, dass die Wahrheit trotz allem zur Oberfläche kommen wird und wir endlich erfahren, wer wir sind, wo wir herkommen und was uns erwartet. Gibt es tatsächlich eine geheime Agenda für eine Überlebenskolonie auf dem Mars? Gibt es eine Elite, die über altes Geheimwissen verfügt und um die wahren Ursprünge der Menschheit weiß? Es hat mich gefreut, Sie heute mit diesem Vortrag etwas näher an den Antworten zu diesen Fragen zu bringen.